Hallo liebe TEPCO-Freunde, schön, dass ihr mal wieder auf unserem Kanal seid. Heute geht es um das Thema Kleine Wolke Duschrollo. Und wir haben heute mal wieder die Ehre, hier bei Kleine Wolke in Bremen zu sein und das hier vor Ort für euch zu filmen und euch mal zu erklären, was hat es eigentlich mit diesem Duschrollo von Kleine Wolke so auf sich. Was sind die Vorteile eines Duschrollos im Gegensatz zum klassischen Duschvorhang? Das werden wir täglich gefragt am Telefon. Warum sollte man das machen? Warum sollte ich dann nicht lieber mir eine Stange montieren und dann einen Duschvorhang da drauf hängen? Das ist doch viel einfacher und dann kann ich den doch einfach austauschen. Und wenn der dann mal schmutzig ist oder eingerissen ist oder was auch immer, dann nehme ich einfach einen neuen Duschvorhang, hänge den wieder an meine Stange und dann ist gut. Da müssen wir immer sagen, das geht beim Duschrollo natürlich auch. Und das ist der Riesenvorteil bei den Duschrollos von Kleine Wolke. Anstatt eine Stange zu montieren, wie bei dem klassischen Duschvorhang, montiert er in diesem Fall an die Decke einfach eine sogenannte Leerkassette für das Duschrollo von Kleine Wolke. Und könnt dann individuell das Inlay bzw. das eigentliche Rollo in dieser Kassette austauschen, wenn es dann nötig wird, wenn also so ein Duschvorhang irgendwann da mal unansehnlich geworden ist, sagt ihr einfach, wow, ich kaufe mir ein neues, lasst die Kassette unter der Decke und setze einfach ein neues Rollo ein. Also damit ist, glaube ich, die Frage beantwortet, warum das, wenn es das gibt oder umgekehrt. Das Duschrollo ist genauso kompatibel wie so ein Duschvorhang, der über eine Stange im Grunde genommen geführt wird. Nur mit dem einzigen und riesigen Vorteil, das Duschrollo lässt sich einfahren und man hat dann an der Decke nur noch eine Kassette hängen, die kaum noch auffällt. Im Gegensatz zu so einem Gestänge, was dann da ständig rumhängt und so ein Duschrollo, der dann natürlich irgendwo dann doch noch zu sehen ist, zwar an die Seite geschoben, aber es sieht dann doch irgendwie immer so ein bisschen unansehnlich aus. Zumindest ist mein Empfinden, es ist Geschmackssache, aber ich finde das eben halt nicht so schick. Ich finde es ja halt toll, dass man das Duschrollo einfahren kann. Dann hat man nur noch so eine schmale Kassette oben unter der Decke und das Badezimmer sieht immer super aufgeräumt und sauber aus. Es gibt nun zwei Varianten bei der Firma Kleine Wolke. Einmal das klassische Duschrollo, das zeige ich euch gleich, und das Eckduschrollo. Ich starte jetzt einfach mal hier mit dem normalen Duschrollo der Firma Kleine Wolke, das immer aus zwei Komponenten besteht. Ich drehe das mal um, damit mein Kameramann das hier auch wunderbar aufnehmen kann. Wir haben hier die sogenannte Leerkassette. Das ist also das Teil, was ihr ganz einfach unter eure Decke schraubt, wo dann hinterher, und jetzt kommen wir gleich jetzt zum zweiten Teil, dieses Duschrollo, was es natürlich in vielen verschiedenen Designs und Farben gibt, einsetzen könnt und unproblematisch wieder austauschen könnt. Eine ganz einfache und sehr praktikable Lösung für jedes Badezimmer, wo es keine feste Duschkabine gibt, sondern wo man wunderbar in seiner Badewanne duschen muss. So, dann kommen wir hier hin, das Eckduschrollo. Da muss man jetzt erwähnen, dass sich das ein bisschen anders zusammensetzt. Beim Eckduschrollo ist es so, dass man das, ihr seht ja, hier steht komplett. Das heißt, dieses Eckduschrollo kauft ihr in einer kompletten Zusammenstellung aus den beiden Leerkassetten. Also einmal die Längsseite für die lange Seite der Badewanne und einmal das kurze Teil für das seitliche kurze Stück an der Badewanne. Hier habt ihr in diesem Komplettset auch erstmal zum Start ein Duschrollo mit integriert, ist also mit in der Verpackung drin, das müsst ihr nicht separat kaufen. Also nochmal, normales Duschrollo von Kleine Wolke müsst ihr kaufen, zwei Teile, Leerkassette und Rollo. Beim Eckduschrollo bekommt ihr das im ersten Step komplett, die beiden Teile, die man an die Decke montiert und die zwei Rollos. Zwei Rollos, da bin ich bei dem Thema. Wie ihr seht, das war das, was ich euch vorhin gezeigt habe, für die lange Seite der Badewanne. Und bei dem Eckduschrollo gibt es dann eben halt nochmal diese kurze Variante. Wenn ihr das Eckduschrollo dann
einmal montiert habt, gibt es das lange, so wie ihr hier seht, das kurze Teil auch einzeln nachzukaufen. Riesenvorteil. Ihr braucht eben halt nie wieder anfangen zu schrauben, wenn ihr einmal das Grundgerüst an der Wand habt und dann nur noch die Duschrollos austauschen müsst. Wie das im Einzelnen aussieht, wenn man es dann aufgebaut hat, das zeige ich euch jetzt gleich. So ihr Lieben, jetzt habe ich mir hier Hilfe gesucht und wir haben jetzt schon einmal hier an die Decke so ein Eckduschrollo angebracht. Wie ihr hier sehen könnt, ist das ganz einfach mit Schrauben in die Decke gebohrt. Das Schöne ist, die Schrauben legt kleine Wolke gleich mit bei, da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Ich habe auch gesehen, dass es dort die passenden Dübel gibt. Also alles ist dabei, wunderbar. Und ich habe mir heute Hilfe mitgebracht, nämlich einen ganz lieben Mitarbeiter von TEPCO, den André. André, jetzt sei mal so lieb und zeig mal unseren Kunden, wie einfach es ist, das Duschrollo jetzt hier in dieser Kassette anzubringen. Man fängt an der linken Seite an, dort wo man diesen Docht hat, und steckt das Duschrollo ein. So, jetzt werden wir hier ein unglaubliches Kameramanagement vornehmen und schwenken jetzt hier auf die andere Seite, denn an der anderen Seite braucht jetzt nur noch das Duschrollo eingeschoben zu werden. Zack, da macht es einmal Klick und schon ist es drin. In dem Moment kann man dann auch die Kordel lösen, mit der man dann das Duschrollo hoch und runter ziehen kann. Und den Clou, den zeigen wir euch gleich bei dem Eckduschrollo. Der Clou ist, dass man mit einer Kordel beide Teile hoch und runter lassen kann. So, wie wir die Kassetten an der Decke angebracht haben, habt ihr jetzt gesehen. Ne? Der André darf natürlich auch mal ein bisschen in die Kamera lächeln. Ne? Schön, damit ihr auch wisst, was für sympathische Mitarbeiter wir bei TEPCO.de beschäftigt haben. So, und jetzt haben wir die Rollos dort eingeklickt in die Leerkassette. So, und das Tolle jetzt an dieser ganzen Geschichte ist, und das zeigt euch jetzt der André mal und lässt die Rollos mal runter. Ihr zieht dann nur an der einen Kette, ja, das macht er hier ganz fantastisch, ja, und ihr seht, dass sich jetzt beide Rollos, einmal das große und auch das Seitenteil, runterlassen. In dem Moment, wenn ihr das in die Badewanne runterlässt, ist das Patent der Firma Kleine Wolke, dass sich das, wir haben da jetzt eine ganz liebe Mitarbeiterin, die mal so tut, als wäre sie eine Badewanne, laufen diese beiden Teile zusammen, so dass man eben halt auch das Spritzwasser aus diesem Eckteil verhindert. Ja? Toll ist auch noch zu sagen, dass dieses Duschrollo eine Kante hat, die magnetisch ist. Und dieses Magnet kann man dann an seine Badewanne anheften und verhindert somit auch, dass einem wie bei so einem klassischen Duschvorhang, der Duschvorhang ständig am Körper klebt durch den Wind, der natürlich erzeugt wird beim Duschen. Ich hoffe, ihr habt jetzt gesehen, wie einfach das ist mit dem Eckduschrollo oder dem Duschrollo der Firma Kleine Wolke. Ich finde es wirklich simpel. Na klar, einmal in die Decke zu bohren ist immer nervig. Auf der anderen Seite, wenn ich mir eine Duschstange irgendwo montieren will, muss ich auch bohren. Manchmal da sogar noch in die Fliesen, was viel schlimmer ist. Das habe ich bei dem Duschrollo nicht. Ich gehe in die Decke, ich muss also nirgendwo in Fliesen bohren. Also es hat viele, viele, viele Vorteile. Vielleicht wäre noch ganz kurz zu erwähnen. Erstens, wenn ihr das neu aufbaut und das erste Mal ausrollt oder die ersten Male, habt ihr natürlich ein bisschen, ich sage das mal, so einen chemischen Geruch von dem Plastik, nicht? Von dem Plastik, was da verwendet wird. Stört euch nicht daran, das verfliegt nach ganz kurzer Zeit. Das nächste Ding ist, viele fragen uns auch immer, muss ich das vorher trocknen, bevor ich es wieder einrolle? Ja und nein.
Man braucht es sicherlich nicht komplett trocknen zu lassen, also aber es sollte auf der anderen Seite auch nicht klitschnass eingerollt werden. Bisher haben wir noch nie den Fall gehabt, dass diese Rollos geschimmelt haben. Also ich kann mich da an keinen Fall erinnern und wir verkaufen dieses Duschrollo schon seit vielen, vielen Jahren und zwar in großen Mengen. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern an Schimmelbildung. Hat aber auch damit zu tun, dass diese Kassetten, in denen sich das Rollo befindet, zu einer Seite geöffnet sind, sodass das Rollo die Möglichkeit hat zu atmen. Aber lasst es trotzdem ein bisschen abtropfen, bevor ihr es einrollt. Dann seid ihr auf der ganz sicheren Seite, dass da nichts passiert. Was natürlich mit der Zeit passiert, das kennt ihr bei jedem Duschvorhang. Je nach Kalkgehalt des Wassers und so weiter verhält sich dieser Duschvorhang und auch das Duschrollo. Und irgendwann braucht man dann einfach mal ein neues, weil es nicht mehr schön aussieht. Und deshalb diese tolle Lösung von Kleine Wolke. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals einen Kunden hatten, der dieses Duschrollo gekauft hat und damit nicht zufrieden war. Aber das könnt ihr sicherlich auch den Kundenbewertungen auf tepco.de entnehmen, wie die Kunden sich zu diesem Produkt geäußert haben. Ja, dann sage ich an dieser Stelle mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen auf dem Tepco-Kanal. Ihr wisst es, ein Like freut uns immer, ein Kommentar noch viel mehr. Bis bald, ciao und tschüss, euer Oliver.